Das Herzstück von jedem Elektrofahrzeug ist der E-Antrieb. Batterieelektrische Fahrzeuge fahren vollelektrisch. Teilelektrifizierte Fahrzeuge, die sogenannten Plug-in-Hybride, haben zusätzlich einen Verbrennungsmotor verbaut. Ganz vereinfacht gesagt, hat jedes elektrifizierte Fahrzeug einen E-Motor und eine Hochvoltbatterie. Für unsere Hochvoltbatterien produzieren wir aus den Batteriezellen zunächst Batteriemodule. Diese Module montieren und verschalten wir dann zu den Hochvoltbatterien. Für den E-Antrieb der fünften Generation werden die Komponenten Stator, Rotor, Gehäuse und Getriebe bei BMW im Haus produziert. Diese Komponenten verbauen wir dann zusammen mit der Leistungselektronik zur Elektroantriebseinheit. Diese kommt bei uns ohne seltene Erden aus. Die Hochvoltbatterie speichert die elektrische Energie im Fahrzeug. Diese Energie wird durch den E-Motor in Bewegung umgesetzt. Hierfür rotiert durch bewegte Magnetfelder der bewegliche Rotor im Stator. Die fertigen Komponenten des E-Antriebs der fünften Generation, also Hochvoltbatterie und E-Motor, werden dann zum Verbauen unserer Fahrzeugwerke geliefert. Beispielsweise für den iX nach Dingolfing und für den i4 nach München.